Hallo! Ich spiele heute mal was anderes als Minecraft, sondern Edna bricht aus. Dabei habe ich als moralische Unterstützung, weil wir in der Klappspiele sind, der Lolox und der Supercraft. Hi! Nö. Oh. Boah, voll im Hintergrund. Mach, starten wir erstmal das Spiel. Was hängt da was? Wir haben Hunger. Wollen wir jetzt mal in den Krieg gleich? Ah, nein, jetzt. Aha. Aber erstmal hier ein Video mal. Oh, ein Video. Wie ist mir das geschrieben? Ich weiß, ich bin so schlecht. Deadly präsentiert. Christmas. Oh. Ich muss das vorlesen. Written and directed by Jan Michael Philipp. Christmas. Und was machen wir heute noch so? Also, ich nicht erfüllen. Geht nicht, Server ist gewartlistet. Ja, Server läuft nicht. Daram, daram, daram. Super hätten wir ja auch entnehmen können, ne? Bla, bla, bla. Was ist das für ein Ausruf? Er zeigt nach da. Ganz schön. Was spielst du gerade? Spielst du eigentlich gerade? Was schaffst du gerade? Ich weiß, was Edna bricht aus ist. Was Edna im Vulkan ist, was bricht auf, was wahrscheinlich ausbrichten heißt. Aber Edna bricht auf. Leute, Irrenanstalt, bitte. Ruhe. Dialog. Was ist los? Ach, nichts. Du. Alles. Edna bricht. Ich komme gleich wieder. Okay. Den haben wir da auch in der Ecke, weil das ist die Sub-Line-Edition, deswegen habe ich ein Pokémon in der Ecke. Der kann uns ein bisschen was erzählen. Sag mir den ersten, was er hört. Huhu und herzlich willkommen zu den Audiokommentaren von Edna bricht aus. Mein Name ist Jamila Michaelis, ihr dürft mich auch ruhig Poki nennen, so stehe ich zumindest auch in den Credits. Ja, wir starten das Spiel und zwar in dieser Gummizelle, in der ihr euch gerade befindet. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, denn ihr werdet euch für die nächsten 30, 40 Minuten hier in dieser Zelle aufhalten. Das ist eine Game Design Entscheidung gewesen, die gleich zu Beginn des Spiels schon ziemlich fragwürdig zumindest war. Ich glaube, mein aktueller Head of Game Design, der Bade, mit dem ich sehr stark zusammenarbeite für aktuellere Titel, würde mich für diesen Geniestreich erwürgen. Denn gleich zu Beginn des Spiels hat man eigentlich keine sichtbaren Erfolge und Fortschritte. Also viel Spaß jetzt beim Spielen. Sucht euch vielleicht schon mal ein Walkthrough aus dem Internet. Die Idee, die dahinter steckte, war natürlich, dass man sich genauso gefangen fühlen sollte wie Edna. Ich glaube, das funktioniert auch einigermaßen. Ist schwierig zu beurteilen, aber ich dachte eigentlich, der Spieler weiß ja, dass man wahrscheinlich aus dieser Zelle irgendwie raus kann und dass das Spiel außerhalb dieser Zelle noch weitergeht und dass es da noch viele Sachen zu erkunden gibt und ja, entsprechend viel Spaß beim Rausrätseln. Ja. Leute, läuft bei mir. Ich habe schon mal ein Stuhlbein jetzt. Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand. Ist doch gut. So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Kann mir eine mitteilen, wann 15 Ob ich wohl einen Balkon hatte? Ich kann mich an nichts erinnern. Ich mache jetzt noch was fürs Thumbnail hier. Hinten mit in der Aufnahme, oh geil. Ja, mitten in der Aufnahme, das habe ich mir... Ist verschlossen. Was hast du erwartet? Das hat keiner mitbekommen. Hallo? Ach, das ist das Scheißspiel. Hallo? Natürlich weiß ich, wie man hört mich wer? Was willst du? Ich habe ja schon mal ein Let's Play dazu geguckt und deswegen weiß ich auch Leute, wie man das durchspielt. Wie redet der denn mit uns? Das ist so einfach, lassen wir uns nicht abspeisen. Stimmt's? Ich mag's nicht. Ach, und für dir kommt doch bald ein neues Projekt, gell? Ja. Ja. Ja, Leute. Ein stumpfes Stuhlbein. Nicht gerade das beste Werkzeug, um aus einer Gummizelle auszubrechen. Wie rücksichtslos von Dr. Marcel, dass er dir keinen Presslufthammer in die Zelle stellt. Hier ist es ja. Ich spiele noch was von Deadlink in der nächsten Zeit. Goodbye, Deponia. Gestern geholt und heute wird das hatte kaum einen Effekt.
Wenn ich doch nur etwas schwitze. Ich höre ganz gut. Hier noch. Ups, ich habe mein Stuhlbein kaputt gemacht. Yeah, Baby. Mhm. Nimm mir die Bude auseinander. Natürlich mache ich jetzt alles, weil ich weiß, hey! Hallo! Mann, ist ein Lärm da drin! Was willst du? Der ist weggegangen. Ich habe mich gemutet. Ich habe gedacht, ich kann es nicht mehr. Mir ist aufgefallen, wie gekonnt du diese Tür bewachst. Das ist dir wieder gemacht. Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Dann hast du bestimmt auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Die habe ich auf dem letzten Turnier entwickelt. Ich verstehe gar nicht, worüber du lachst, aber egal. Alter, Leute, es gibt Turniere fürs Türbewachen. Was für ein... Oha, dann bist du sicher ein berühmter Sportler. Spielst du in einer Mannschaft oder so? Oh, ich spiele Golf. Minigolf. Yep. Oh. Sinnlos. Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an. Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Sag mal. So 5 Minuten vielleicht. Das ist etwas sein. Oder vielleicht 7, ich weiß nicht, ich habe sehr spät angefangen mit der Zeit stoppen. Hinter diesem speziellen Polster scheint es noch weiter zu gehen. So, jetzt hab ich wieder fertig geschnitten mit Musikende. Jetzt kommt dieser Flachwitz. Jo, Schraube. Jo, bin ich so an diesem Objekt. Jo, Schraub, mach dich mal locker. Der Flachwitz. Yo, Schraube! Jo, mich nicht an, du Subjekt. Ich check den jetzt nicht. Hey, Schraube, bleib mal locker. Oh, Leute, der ist so flach. Den muss ich mir nochmal anhören, dass er so flach für euch ist, Leute. Ganz ruhig bleiben, Leute, jetzt. Yo, Schraube! Ich check den jetzt gar nicht mal. Jo, mich nicht an, du Subjekt. Hey, Schraube, bleib mal locker. Oh, das hast du da festgeschraubt. Schraube sagt, bleib mal locker. Der ist flach. Ach so, ist der schon. Der ist so scheißgeil flach, ey. Ohne Werkzeug kriege ich die nicht ab. Bricht damals aus. Hättest du, meinst du das? Damals hättest du die Schrauben lösen können. So. Und jetzt, Leute, hören wir uns. Brauche ich mir was zu sagen. Ah, ihr habt es also soweit geschafft. Ja, noch seid ihr nicht ganz draußen. Aber immerhin habt ihr schon mal den Ventilator gefunden. Ja, hier ist auch ein guter Screen, um euch aufzumuntern, Harvey mit allem auszuprobieren, beziehungsweise mit allen Gegenständen zu sprechen. Sprecht doch zum Beispiel einfach mal mit den Schrauben. Das ist ja einer der großen, ich weiß gar nicht, warum ich es gemacht habe, aber dass Edna mit allen Gegenständen sprechen kann, alleine die Möglichkeit, die das Interface einem bietet, hat mich halt irgendwie veranlasst, zu sagen, ja, eigentlich sollten die ganzen Sachen ja auch antworten. Und in den meisten Fällen antwortet natürlich Harvey, der seine Stimme verstellt und halt mit der Stimme des Gegenstandes spricht. In diesem Fall den Schrauben. Und so klingt ein Dialog mit Schrauben. Es tut mir leid, ich kann schon mal vorweggreifen. Wortspiele wie, ey, Schraube, mach dich locker, sind dem Sachverhalt geschuldet, dass Wortspiele mit Schrauben halt auch bekannt sind. Und ja, trotzdem viel Spaß. Ich kenne das Spiel nicht, aber egal. Sieht irgendwie wie so ein kleines Kinderspiel auf der Seite aus. Ohne Werkzeug. Ohne. Da. Es ist zum. Naja. Zehn Minuten die Luft anhalten. Nee, barfuß Polkertan. Konnte ich barfuß Polka tanzen? Das wohl eher nicht. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind.
Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. 10 Minuten. Glauben? Exakto, Luci. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Ich weiß genau, weil ich das bisschen später gestartet habe. Cool. Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Ja, tempomorphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst. Halte dich fest. Wir halten uns natürlich hier auch am Tisch fest. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Alfred. Alfred Marcel. Alf? Doch. Er ist der U. Aber. Ich skipp leider die Dialoge, aber ich kenne die schon. Ich habe die schon mal gespielt. Ich mache jetzt so fast so einen Run. Morgfu. Auch gut, Edna, hilfst du mir kurz hoch? Okay, so kurz Speedrun daraus, Leute. Ich weiß alles, was ich machen muss. Oh, das ist ja... Das... Ah, den nehme ich auch mal mit. Hier steht, dass man seit neuestem auch Isel auf Orgen reimen darf. Yippie! Das war schon längst überfällig. Ist schon weggegangen. Schon wieder. Aus Skype-Confi. Schon wieder. Hat immer Tschüss gesagt. Typisch. Das muss ich nochmal kombinieren. Ich finde den Witz so geil. Edna! Du glaubst ja nicht, was in der Zeitung steht. Man darf endlich Isel auf Oggen reimen? Ja. Yippie! Dann kann ich endlich mein Gedicht über Liesel und ihre Doggen beenden. Man darf Isel auf Oggen reimen. Dann kann ich endlich mein Gedicht über Liesel und ihre Doggen beenden. Boah. Rat mal was. Der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Hey, Anfrage. Oh, wenn ich jetzt letzte Resource Packs für 1.7 habe, funktionieren die auf 1.6 auch. Wie geht es dir, Edna? Ich wollte das. Was? Nee, ja, gell? Ja, du bist ein Trottel, ne? Ja, danke. Das wussten wir alle. Da bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Oh, ich kann's kaum glauben, es hat wirklich geklappt. Der Riegel wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Das ist wirklich unsere alte... Ich werde jetzt... Geht's an die 15 Minuten bald ran. Nein! Verflucht! Gerade war ich dabei, mich zu erinnern. Muss ich genau 15 Minuten immer machen. Es tut mir leid, ja, mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Zum Stück. Ja. Hey! Ich würde gerne... Ja. Können wir über... Und, aber wenn... Ich würde... Hab ich... Ja. Entschuldigung. Was? Ja. Hey!
Ich würde gern noch... Hab ich die? Yep. Und... Woher habt ihr... Und... Ich geb... Den... An sein... Aus... Sein... Sein... Er sagt... War... Mein... Mit... Nehmen kann ich das zwar nicht. Hilf mir. Und. Oh, shit. Her. Ja, jetzt gehen wir in den Schacht rein, ne? Gut, also, jetzt haben wir den Schacht erreicht. Das heißt, ich mache für diese Folge heute mal Schluss und mal sehen uns dann in der nächsten Folge. Jo, na, ciao. Ciao.